So. Gut, ab dafür. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen. Geht's? Ja? Zur eigentlichen Siegerehrung. Ja, zur eigentlichen Siegerehrung. Und zu den. Mit was fangen wir an? Wir fangen an mit dem schnellsten Boot. Kennen wir mit dem drittschnellsten Boot? Der dritte Platz im schnellsten Boot. Es gab, muss ich mal dazu sagen, ein großes Gewühle vor diesem Endrennen. Ja? Ja, und es war vielleicht auch zum Schluss nicht mehr richtig fair, aber wir haben uns die Leute am grünen Tisch geholt und sind uns da einig geworden, genau, in welcher Reihenfolge wir das machen. Zwei Flaschen Schnaps und jeder wusste, wo es hingeht. Ja. Hey, hier wird doch nichts geschoben. Also bei Team Eule gab es halt Team Orde. Team Orde, ja. Genau. So, und der dritte Platz ging dann nach dieser Team Orde an das Boot. Scheiß drauf! Tessi. Hildegard, du müsstest deine Bluse ein bisschen zumachen. Genau, die Kacke ist schon an den Start gekommen. Ja, Wasserkontakt. Wahrscheinlich gehabt. So, ist der Kuchen für Mario? Zum Glück dampft er nicht mehr. So, also, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz im Rennen. So, Stallorde aufgekriegt, ich darf nicht mehr. Achso. Hier ist, ich weiß nicht, ich muss mal im Team reden. Den zweiten Platz für das zweitschnellste Boot im ersten Jahr dabei, Team Eule. Den weiten Weg aus Wittenförden. Trotzdem Bansko gefunden. Naja, da fahren sie mal durch, wenn sie zum Stoppelkurs fahren, deswegen wussten sie, wo Bansko liegt. Wir haben Navi! Wir haben Navi! Ach, ihr habt ein Navi! So, und wir haben schon gesagt, das werden unsere Hüte beim Karneval im nächsten Jahr sein. Die sind günstiger als die, genau, die wir aufhaben. Preisgünstig. Ich finde es sowieso toll, wie preisgünstig hier Kostüme. Hast du von den Samba da? Ja. Das kann doch nichts kosten, oder was? Nö, was anderes. Das bisschen, das... Wir werden unsere Mädels sagen, sowas sollen sie auch anziehen. Genau. Ich bin auch für bemalen, da kostet gar nichts mehr. So, Team Eule kann nicht genug kriegen aus der Kanne. Vielleicht sollten wir ihn noch ein bisschen abfüllen, dass sie ein bisschen nett nach Hause nehmen können. Naja, da habt ihr heute Abend doch noch Zeit. Auch riechen macht schon unglücklich. So, Dankeschön für die erste Teilnahme und für den zweiten Platz beim schnellsten Boot. So, kommen wir zum schnellsten Boot in diesem Jahr. Ich glaube, den Preis habt ihr noch nie gehabt, oder? Nein. Doch, einmal haben wir mitgegeben, aber es hat euch keiner... Ah nee, das war Volleyball, ne? Hat euch keiner geglaubt, dass ihr den ersten hattet. Also, das schnellste Boot dieses Jahr aus Dabel. Da passt eine Menge Sekt rein. Ja, wir treffen uns nachher. Am grünen Tisch. Also Glückwunsch an die Dame. So, wir sind jetzt bei dem schönsten Kostüm angekommen und da hat sich die Jury entschieden für die WC-Enten als drittschönstes Kostüm. Ja Mensch, die sind am Trinken mit ihrem Pokal von vorhin. Ja, manchmal wird gar nicht schnell genug absagen hier.
Also das drittschönste Boot für Team Eule. Kostüm. Du hörst wieder mal. Ah, Kostüm! Ich hab doch gar nichts anderes gesagt. So, habt ihr noch einen Pokal, könnt ihr sogar anstoßen beim Trinken jetzt. Kein Sekt mehr. So, als zweites fuhr der Hogwarts Express von Harry Potter. Hogwarts ist doch egal. Die Super sind mit dem Kostüm als zweites belohnt worden. Da haben sich schon alle ausgezogen wieder. Können wir die Kostüme gar nicht noch mal sehen? Oh doch, der böse Besen ist dabei. Wie heißt das jetzt? Hogwarts. Hogwarts. Gut, der zweite Platz. Das schönste Kostüm. So, wer hat denn jetzt das schönste Kostüm in 2010, das schönste Kostüm. Ich darf den. Ach nee, du den sollst was sagen. Ich soll ja nur sagen, wer das ist. Soll ich also, wer hat das schönste Kostüm? Wer ist denn der Meinung, dass er das schönste Kostüm hatte? Na, jeder. Die Fliegen! Naja, wenn ihr meint, dann sollen es die Fliegen sein, oder? Unsere Feuerwehrdamen aus Banskow. Na gut, für das schönste Kostüm. Aber das schönste Kostüm sind schon sehr oft abgeräumt, glaube ich. Die geben sich immer echt Mühe. Ja. Die trinken vielleicht auch nicht so viel dabei, wenn man sich trifft. Doch? Also Mario, hier wurde gesagt, das glaubst du auch nur. Ja, habe ich jetzt auch gehört. Nur bei Trinken kommen so eine Ideen, wurde mir auch gesagt. Würdest du mal. So, also die Fliegen haben alle eine Chance jetzt zu Hause, weil die Fliegenklatschen sind alle kaputt. Und das Teesieb? Habt ihr jeder zwei Siebe zu Hause gehabt? Trinkt viel Tee, ne? Ja, genau. So, nochmal einen Riesenapplaus für die Fliegen. Und wir freuen uns, schönstes Kostüm 2010. Auf nächstes Jahr, was ihr euch da beim Trinken wieder einfangen lässt.